Nach über 60 Jahren Erfahrungen mit Reptilien möchte ich in diesem Film die Krustenechsen aus der Familie Heroderma vorstellen. Diese stehen seit der Entdeckung Amerikas im Interesse der Menschen, da es sich bei diesen um die einzigen giftproduzierenden Vertreter der Echsenfamilie, die etwa aus 2000 Arten besteht, handelt, sind Aversionen und Emotionen gegen diese Tiere entstanden, die beinahe zu deren Ausrottung geführt haben. Im Gegensatz zu einigen Haltern von Helodermas, die zwar über die Tiere geschrieben, aber sie nie in den natürlichen Lebensräumen kennenlernten, war ich über 20 Mal in den Gegenden, in denen diese vorkommen, und konnte die Lebensweise der Echsen vor Ort studieren, erfuhr auch von den dort lebenden Menschen einiges über diese und war am europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Heroderma beteiligt. Die Krustenechsen leben in zwei Arten in den USA, Mexiko und Guatemala. Die Gila-Echse findet man in zwei Unterarten in den USA und Mexiko. Die Unterart Heroderma suspectum cinctum im äußersten östlichen Kalifornien, im südöstlichen Nevada, im südwestlichen Utah und im nördlichen Arizona. Heroderma suspectum suspectum lebt in der Sonora vom südlichen Arizona bis weit nach Mexiko. Beide Unterarten unterscheiden sich nur in der Färbung. Die Methornplatten, unterlegten unzähligen Warzen der Helodermas, lassen die Haut dieser wie eine Kruste aussehen, vor allem vor einer Häutung. Daher der deutsche Name Krustenechsen. Auch auf dem Röntgenbild sind die Hornplatten deutlich zu sehen. Thank you.
Die ersten europäischen Siedler fanden die Krustenechsen im Tal des Gila-Flusses und nannten die Tiere nach diesem. Sie bekamen den Namen Gila-Echse. Oder man nannte diese, weil sie giftig waren, auch Gila-Monster. Noch bis in die 70er Jahre wurden in einigen US-Bundesstaaten Prämien für erschlagene Tiere bezahlt. Die Tiere, die in den Indianerreservaten lebten, waren von der Verfolgung sicher. Zu dieser Zeit teilte man Heloderma suspectum auch noch nicht in zwei Unterarten auf. Die auffällige Färbung der Gila-Echsen dient ihnen in ihrer natürlichen Umgebung als Tarnung. Die Echsen der Heloderma-Familie sind die einzigen giftigen Echsen, die dem Menschen gefährlich werden können. Ihr Giftapparat unterscheidet sich aber von dem der Giftschlangen. Die Giftdrüsen eines toten Tieres. Während bei Giftschlangen die Giftdrüsen über dem Oberkiefer liegen, liegen sie bei den Helodermas im Unterkiefer. An der Basis der über 5 mm langen, gefurchten, etwas nach hinten gebogenen Zähnen münden die Gängen von den Giftdrüsen kommen. Bei einer Giftschlange sind die Zähne hohl wie bei einer Injektionskanüle. Die Helodermas haben ein anderes System zur Giftinjektion. Durch Muskeldruck wird das Gift aus den Drüsen durch diese Gänge und durch Kapillarwirkung entlang den Zahnfurchen in die Wunde gedrückt. Durch diesen Giftapparat bedingt gelangt auch bei einem Biss Gift durch die Zähne im Oberkiefer in die Wunde. Die Schädel der einzelnen Heloderma-Arten unterscheiden sich nur durch ihre Größe. Beim Heloderma-Gift, dem sogenannten Gila-Toxin und dem Helodermin, scheint die schmerzhafte Wirkung als wirksame Verteidigungsstrategie im Vordergrund zu stehen. Wie beim Schlangengift besteht das Gift der Helodermas aus einem Gemisch biologisch hochwirksamer Proteine. Die Giftzusammensetzung der beiden Heloderma-Arten sowie aller Unterarten ist sehr ähnlich. Im Gegensatz zu vielen Schlangengiften fehlt das Neurotoxin. Auch die bei Schlangen typische Wirkung auf die Blutgerinnung fehlt gänzlich, obwohl ein bisher unbekanntes natürliches Substrat synthetische Aminosäureester hydrolysiert, bei Mäusen und Ratten zu Blutungen in innere Organe führt, bei menschlichen Vergiftungen aber anscheinend keine Rolle spielt. Die Toxizität des Heloderma-Giftes ist für Ratten und Mäuse beachtlich. Das Gift enthält ein äußerst aktives Enzym, die Hyaluronidase, das imstande ist, ähnlich wie bei Schlangengiften, das Vordringen des Giftes in das Gewebe hinein zu erleichtern. Die starken Schmerzen und der Blutdruckabfall werden wahrscheinlich von einem Kallikrein ausgelöst, das aus einem Plasmaprotein, dem Kininogen, das Peptid Bradykinin freisetzt. Das Heloderma-Gift ist ein Glykoprotein. Die Letalität dieses Glykoproteins übertrifft aber nicht die des Rohgiftes. Wahrscheinlich hat es mit anderen Giftkomponenten eine synergistische Wirkung. Im Instituto
Butantan in Sao Paulo, Brasilien, fanden biologische Tests mit Heloderma-Gift statt. Aus dem Gift von Heloderma suspectum konnten Peptide isoliert werden, die sowohl in ihrer biologischen Aktivität zur Effektsteigerung von Bradykinin als auch in ihrer Molekülgröße mit den Bradykinin potenzierenden Peptiden vergleichbar sind. Ich selbst erfuhr nach 2 Bissen die Schmerzen und die Reaktionen meines Körpers darauf. Eine noch nicht ausgewachsene Heloderma suspectum biss mir beim Füttern in die Hautfalte zwischen Zeigefinger und Daumen. Es entwickelte sich bei mir kein Ödem. Wenn es zu Ödemen kommt, weiten sie sich aber nicht wie bei Schlangenbissen zu einem Compartment-Syndrom aus. Ich verspürte einen starken Schmerz, als wenn mir jemand mit einem glühenden Nagel in die Hautfalte gestochen hätte. Da ich mich ruhig verhielt, ließ das Tier auch wieder los. Der starke Schmerz strahlte bis zum Ellenbogen aus und hielt bis zum nächsten Tag an und war so stark, dass an Nachtruhe nicht zu denken war. Es kam zu einem Blutdruckabfall, Schweißausbrüchen und zu Übelkeit für ca. 7 Stunden. Für mich hatte dieser Biss keine weiteren Folgen. Es wurden aber auch Ohnmachtsanfälle beschrieben. Folgenschwere Störungen und Erkrankungen, vor allem Nekrosen wie nach Giftschlangenbissen, treten nicht auf. Die Blutgerinnung blieb normal. Auch die üblichen Laborwerte änderten sich nicht. Gegen die Bisse aller Heloderma-Arten gibt es kein spezielles Antiserum. Das Gift aller Arten zeigt auch keine Kreuzreaktion mit Anti-Schlangengift-Seren. Daher muss die Behandlung symptomatisch erfolgen. Zuerst muss das Tier von der Bissstelle entfernt werden, notfalls mit Gewalt die Kiefer öffnen, dann unverzüglich ärztliche Hilfe anfordern. Die Wunde ist nach abgebrochenen Zähnchen zu untersuchen. Durch den fast immer vorhandenen Blutdruckabfall muss ein Schockzustand vermieden werden und eine Schmerztherapie sollte erfolgen. So sehr das Gift auch dem Menschen schaden kann, so nützlich kann es auch für ihn sein. Im Gift von Heloderma suspectum haben Wissenschaftler einen Stoff gefunden, der für die Herstellung von Alzheimer-Präparaten Verwendung finden soll. Ein Hormon aus der Speicheldrüse von Heloderma suspectum reguliert die Insulinproduktion bei Zuckerkranken. Das natürliche GLP-1 lässt sich therapeutisch nicht nutzen, weil es durch Enzyme innerhalb weniger Minuten inaktiviert wird. Um die Wirkdauer zu verlängern, wurde versucht, die Struktur von GLP-1 so zu verändern, dass das Peptid von den Enzymen nicht mehr abgebaut werden kann. Ferner entwickelte man Enzymhemmer, um den GLP-1-Abbau zu blockieren und suchte nach Substanzen, die die Effekte von GLP-1 imitieren, aber länger wirken. Dabei fand man zufällig im Speichel von Heloderma suspectum ein aus 39 Aminosäuren bestehendes Peptid, das eine enge Homologie zu GLP-1 aufweist, aber nicht von den Enzymen abgebaut wird. Der neue Wirkstoff Exenatide soll die glykämische Kontrolle deutlich verbessern. Bayetta ist ein Exenatid, ein biotechnologisch hergestelltes Exendin 4, ein Polypeptid, das im Speichel von Heloderma suspectum vorkommt. Es wird zur Behandlung von Diabetes 2 eingesetzt. Für die Pharmazie entnehme ich Gift
bei einer Heloderma suspectum. Die Sinnesorgane bei allen Heloderma-Arten sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Sehvermögen ist nach meinen Beobachtungen nicht sehr stark, aber auf plötzliche Bewegungen und Schatten reagieren sie sofort. Konkurrenten oder andere Tiere werden erst auf kurze Distanz erkannt. Beeindruckend ist jedoch der Geruchssinn, gesteuert über das Jacobsonsche Organ. Durch häufiges Züngeln, wie bei den Schlangen, erkennen die Tiere nicht nur ihre Beute, sondern auch Geschlechtspartner. Beim Gehör bin ich mir nicht sicher, ob es die Erschütterungen, auch wenn sie noch so gering sind, wahrgenommen werden oder echt gehört wird. Auf über vom Handy übertragenen Töne von Mäusen oder Ratten aufgenommen, erfolgte keine Reaktion, obwohl es auf dem Boden lag und die Tiere daran vorbeiliefen. Das Jacobsonsche oder vomeronasale Organ ist ein bei den Reptilien ausgebildetes Geruchsorgan. Bei den Krustenechsen liegt es paarig in einer besonderen Tasche, die vom Dach der Mundhöhle abgeht. Über die Zungenspitzen, die in das Jacobsonsche Organ geschoben werden, werden die Geruchsstoffe, die sich auf der Zungenschleimhaut angeheftet haben, auf den Flüssigkeitsfilm des Sinnesepithels übertragen. Bei den Schlangen, hier eine Klapperschlange, werden die Geruchspartikel durch die Zunge zum Jacobsonschen Organ genauso transportiert. Die scharfen Krallen der Helodermas dienen zum Graben einer Höhle und zur Abwehr. Bei in Terrarien gehaltenen Tieren müssen die Krallen regelmäßig überprüft werden. Notfalls müssen diese gekürzt werden. Eine eindeutige Geschlechtsbestimmung allein durch äußere Merkmale ist bei Heloderma suspectum nicht immer möglich, vor allem wenn es sich um gut genährte Tiere handelt. Aber überwiegend ist der Kopf der männlichen Echsen breiter und untersetzter. Der Kloakenbereich bei den weiblichen Tieren leicht gewölbt, bei den männlichen flach. Der Schwanz der Weibchen ist mehr rübenförmiger als der der Männer. Erst mit Hilfe der Sonographie ist das Geschlecht eindeutig bestimmbar. Am besten lassen sich die Geschlechtsorgane nach der Winterruhe ab April darstellen. Die Eizellen der weiblichen Tiere und Hoden der Menschen sind dann am größten. Danach sind bei den weiblichen Tieren vor allem die befruchteten Eier zu sehen.
Nach der Winterruhe, die je nach Art unterschiedlich lang ist, finden unter den männlichen Tieren aller Heloderma-Arten Kommentkämpfe statt. Die Sieger beherrschen sehr aggressiv gegen andere Menschen ein relativ großes Revier mit mehreren Weibchen. Nicht geschlechtsreife Jungtiere werden darin geduldet. Die siegreichen Männchen paaren sich danach mit den im Revier lebenden Weibchen. Bei der Begattung wird immer nur der Hemipenis eingesetzt, der auf der zum Weibchen weisenden Seite liegt. Selbst wenn einer der beiden Hemipenis verloren geht, ist das Tier noch kopulationsfähig. Um bis zu 2 Monaten bei Heloderma horridum nach der Paarung werden die trächtigen Tiere unruhig und wandern tagelang im Terrarium oder in ihren natürlichen Lebensräumen umher, um einen geeigneten Eiablageplatz zu finden. Während dieser Zeit häuten sich die weiblichen Tiere. Dies ist ein sicheres Zeichen der nahenden Eiablage. Erst nach dieser Häutung beginnen alle Heloderma-Arten damit. Diese Häutung erfolgt in den natürlichen Lebensräumen genau wie im Terrarium. Solche Hautfetzen im Monat Juni deuten auf eine trächtige Gila-Echse hin. In der Sonora-Wüste, wo die meisten Gila-Echsen leben, fällt es nicht schwer, einen geeigneten Platz zur Eiablage zu finden. Wenn keine gefunden, wird sich eine neue Höhle gegraben. Eine weibliche Heloderma horridum gräbt sich ein Nest. Erst wenn das perfekte Nest gefunden oder gegraben wurde, wird es Eier legen.
Für meine im Terrarium gehaltenen Tiere bereite ich zur Eiablage spezielle Boxen vor, damit die Tiere ihre Eier ungestört legen können. Decke ich die Boxer ab und verdunkle sie. In diese Boxen werden dann die Eier überwiegend tagsüber gelegt. Der Legeprozess, der für die Tiere sehr anstrengend ist, kann sich über mehrere Tage hinziehen. Die Anzahl der Eier hängt von der Heloderma-Art und von der Größe der weiblichen Tiere ab. Große Tiere von Heloderma horridum können bis zu 15 befruchtete Eier legen. Der Untergrund des Nestes sollte möglichst keimfrei sein. Große Gila-Echsen können bis zu 12 befruchtete Eier legen. Die Eier müssen in der Lage wie gelegt entnommen und im Brutgerät abgelegt werden. Alle befruchteten Eier haben einen Eifleck. Dieser muss im Brutgerät immer oben sein. Die Eier der Gila-Echsen wiegen zwischen 23 und 35 Gramm und sind bis 50 mm lang. Die Eier der Horridum-Arten sind zwischen 60 und 65 mm lang und wiegen zwischen 48 und 65 Gramm, abhängig von der Größe des eilegenden Tieres. Nach Kontrolle der Eier kommen diese in die Brutschrankbehälter. Die Behälter sind mit im Backofen sterilisiertem Granulat und destilliertem Wasser mit Mittel zur Wasserentkeimung gefüllt. Die Brutschränke sind von der Firma Krumbach. Als Bruttemperatur stelle ich für die Gila-Echsen 26,9 Grad und für alle anderen Horridum-Arten 27,3 Grad Celsius ein. In die auch vorher desinfizierten Brutschränke stelle ich noch Behälter mit keimfreiem Wasser hinzu. Die Brutdauer beträgt je nach Art und eingestellter Bruttemperatur zwischen 120 und 180 Tagen. Pilzbefall nach einigen Tagen im Brutschrank zeigt, dass aus diesem Ei keine Echse, Schlüpfer
schlüpfen wird. Auch die Eier im Brutschrank müssen gelegentlich kontrolliert werden. Auf den ersten Blick normal aussehende Eier sind aber auf der Unterseite eingefallen und spitzen. In solchen Eiern entsteht kein neues Leben mehr. Solch ein Ei ist unbefruchtet oder unfruchtbar. Eröffnet man ein solches Ei, sieht man eine käseartige, übel riechende Masse. Oft werden bei der erstmaligen Eiablage noch nicht fertig entwickelte Eier gelegt, die wachsgelb und hart wie aus Wachs sind. Sie sind gelb, hart, als wenn sie aus Wachs wären. Unbefruchtete Eier sind gleich groß wie normale Eier, aber nachgiebig weich. Wachseier werden nach Stunden steinhart, sind haltbar, während unbefruchtete Eier sehr schnell verpilzen. Eier wie dieses sind immer unbefruchtet. Da die Eiablage für die Tiere sehr anstrengend ist, der faltig eingefallene Körper braucht Monate zur Erholung, zur Rückkehr der alten Form. Daher lasse ich bei meinen Helodermas nur alle 2 Jahre eine Paarung zu. In den natürlichen Lebensräumen werden die Nester mit den Eiern sorgfältig verschlossen. Die Tiere scharren Umgebungsmaterial darauf und glätten dieses mit ihrem Körper, sodass man wenige Stunden später nichts mehr sieht. Auch Tiere im Terrarium verhalten sich so, wenn man ihnen Gelegenheit zum Nestbau gibt. Das Scharren und Glätten ist ein angeborenes Verhalten, das auch, wenn es möglich ist, dann ausgeführt wird, wenn die Eier in einer Box abgelegt werden. Das eierlegende Weibchen vertreibt einige Tage alle anderen Helodermas von dem Nest. Es erfolgt aber keine Brutpflege, die Gelege werden sich selbst überlassen. Auch aus den Gelegen in den natürlichen Lebensräumen schlüpft nicht aus jedem Ei eine Echse. Ob als natürlich belassenes Gelege oder im Brutschrank, dauert die Zeitigung der Eier je nach Art zwischen 120 und 180 Tagen. Auch bei dem sorgsamsten Umgang und Kontrolle der Eier im Brutschrank kann es vorkommen, dass man nach 2 oder 3 Monaten ein schwitzendes Ei und im Ei einen gut entwickelten, abgestorbenen Embryo findet. Nach meiner Erfahrung ist dies auf eine zu einseitige Ernährung des Muttertieres zurückzuführen. 6 Wochen später und die kleine Echse hätte das Ei lebend verlassen können. Etwa 2 Wochen vor dem Schlüpfen der Jungtiere fallen die Eier etwas ein, sind aber nicht vom Pilz befallen und schwitzen auch nicht. Jetzt sollte man das Gelege täglich beobachten, aber die Eier in Ruhe lassen. Irgendwann erscheinen in den Eiern Schnitte und Risse, die von dem Eizahn der jungen Echsen von innen erzeugt werden. Damit die Geburt sich etwas beschleunigt, helfe ich einem Jungtier, indem ich einen Teil der Eihülle entferne. Mit dem ersten Atemzug entfaltet das Heloderma-Baby seine Lunge. Im Normalfall schlüpfen die Tiere
ohne Hilfestellung aus ihren Eiern. Es dauert nur etwas länger. Diese Hilfestellung sollten jedoch nur im Umgang mit Reptilieneiern erfahrene Terrianer vornehmen. Das Ei sollte nur so weit eröffnet werden, damit dem Tier eine ungestörte Atmung ermöglicht wird. Wird das Ei zu weit eröffnet, so sieht man den Dottersack. Dieser darf keinesfalls beschädigt werden. Schlüpft das Heloderma-Baby ohne Hilfestellung, so sieht man von diesem Dottersack nichts mehr. Bevor es aus dem Ei kriecht, nimmt es den Sack mit dem Dotter in sich auf. Auch bei diesem Tier wird man in wenigen Stunden von diesem nichts mehr sehen. Dieser Dotter, der das Tier in nächster Zeit ernährt, wird durch den Nabel in dem Bauchraum des Tieres komplett verschwinden. Wegen des aufgenommenen Eidotters haben alle Heloderma-Babys einen prall gefüllten Bauch. Sie überleben dadurch monatelang auch ohne Nahrung. Spätestens 2 bis 3 Tagen, nachdem das Tier das Ei mit dem Eizahn geöffnet und den Dottersack in sich aufgenommen hat, kriecht es aus dem Ei. Da die Geburt sehr anstrengend für die Tiere ist, verbringen sie stundenlang in dem oder neben dem Ei. Diese Tiere sind so wie in ihrer natürlichen Umgebung ohne Hilfe geschlüpft.
Heloderma-Babys sollten anschließend in einem möglichst keimfreien Terrarium mit Bodenheizung untergebracht werden. Wichtig ist es auch, dass Versteckmöglichkeiten und kleine Trinkwasserbehälter vorhanden sind. Wenn ein Ei im letzten Drittel der Brutzeit von einem Pilz befallen wird, kann sich trotzdem noch eine gesunde Echse entwickeln. Der Platz im Ei ist beengt, die Echse bei der Geburt etwas kleiner, aber nach 2 Jahren so groß wie die anderen Geschwister. Den Tieren in solchen Eiern leiste ich grundsätzlich Geburtshilfe. 1 oder 2 Tage später, nachdem die Geschwister ihre Eischale öffnen, schneide ich diese bei dem pilzbefallenen Ei mit einem Skalpell auf und lege das Ei wieder zurück in den Brutbehälter. Ist die Echse gesund, so wird sie selbstständig aus dem Ei kriechen. Sollte das Helobaby den Dottersack nicht in sich aufnehmen, so kann man, wenn dieser sich aufzulösen beginnt, am Nabel des Tieres abtrennen. Da es keine Nahrungsreserven durch den Dottersack hat, muss man ihm so bald wie möglich Nahrung anbieten. Der Schlupf aus dem Ei von Heloderma horridum horridum, der mehrere Stunden dauerte, verkürzt auf wenige Sekunden. Der Geburtsvorgang, das Schlüpfen aus dem Ei, ist bei allen Heloderma-Arten gleich. Ob bei den Gelegen aller Arten mehr weibliche oder männliche Jungtiere schlüpfen, lässt sich durch die Brutschranktemperatur steuern. Die Geburt von Heloderma horridum horridum ohne Hilfestellung, wie sie in ihren natürlichen Nesthöhlen vorkommt, hier ist es jedoch ein Brutschwang. Die nördliche Heloderma suspectum sinctum, die gebänderte Gila-Echse, lebt in den felsigen Gegenden der Mojave-Wüste, während die Nominatform
Heloderma suspectum suspectum, in der Sonora-Wüste lebt und am weitesten verbreitet ist. Der Lebensraum der Heloderma horridum-Arten ist der Trockenwald in Mexiko. Dieser befindet sich in den Bundesstaaten an der Pazifikküste in Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca und Chiapas. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen hier zwischen 20 bis 25 Grad Celsius. Die Niederschlagsmenge schwankt zwischen 300 und 1200 mm, wobei es eine Trockenzeit gibt, die je nach Region zwischen 5 bis 8 Monate von Oktober bis Mai andauert. In den Trockenwäldern wachsen rund 6000 Pflanzenarten, fast 40% davon sind endemisch, das heißt, sie kommen nur in diesem Ökosystem vor und haben sich an die Trockenheit angepasst. Außerdem wachsen Bäume wie Copal, Pablillo, Colorín, Palo Blanco, Cazuate, Mezquites und Huerzaches. Die Bäume haben nur eine geringe Höhe von ungefähr 4 bis 10 Meter. Während der Trockenzeit verlieren sie meist ihr Laub. Am Boden wachsen kleine Pflanzen mit kleinen Blättern und Dornen, die sehr trockenresistent sind. In der Mojave, wie in der Sonora-Wüste, gibt es nicht viele Bäume, viele Vögel sind daher Bodenbrüter. In Ermangelung an Bäumen nisten einige Vogelarten in den Säulenkakteen. Kieler-Echsen ernähren sich unter anderem von Vogeleiern der am Boden brütenden Vögel und deren Jungen, klettern auch ins Gebüsch, um an Nester zu gelangen, fressen auch Echsen, Schlangen oder Schildkrötengelege, kleine oder nestjunge Säugetiere, überfahrene Vögel sowie Aas von diesen. Der Speiseplan der größeren Horridum-Arten ist ähnlich dem der Kieler-Echsen. Sie legen längere Wegstrecken zurück, um an Beute zu gelangen, klettern auch auf Bäume, um Nester von großen Vögeln, auch von Greifvögeln, zu plündern. Eingedrungen in menschliche Siedlungen
haben sie auch schon Hühnereier oder Küken erbeutet. Sie dringen auch in die Bauten von Säugetieren wie etwa Kaninchen ein und erbeuten diese. Ich selbst war überrascht, wie schnell die Horridum-Arten sein können, die mich beim Laufen an Warane erinnerten. Die Krustenechsen sind je nach Art von März bis Juni und von September bis November tagaktiv, in den Sommermonaten erst in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs. Von November bis in den Frühling sieht man in den natürlichen Lebensräumen keine Heloderma suspectum sinctum. In der Sonora bei Sonnenschein vereinzelt Heloderma suspectum suspectum nur vor ihrer Höhle. Auch die Heloderma horridum Arten sind nicht unterwegs, sondern bei entsprechendem Wetter vor ihrem Höhlenbereich zu sehen. Durch die Vorliebe für Vogeleier und damit auch für Hühnereier lassen sich im Terrarium gehaltene Helodermas, die erkrankt oder geschwächt sind, mit diesen leicht zur Futteraufnahme bewegen. Auch die Aufnahme von Calciumpräparaten oder Medikamenten wird durch die Beimischung erleichtert. Mit dem Inhalt von frischen Eiern aller Art lassen sich alle Krustenechsen auch aus dem letzten Eck, ob in den natürlichen Lebensräumen oder im Terrarium gehalten, hervorlocken. Wenn ich auf Exkursion in Heloderma-Gebieten unterwegs war, hatte ich immer einen Behälter mit wasserverdünntem Eigelb oder verdünntes Truthahnblut dabei, das ich mit einer Spritze in vermutete Höhlen spritzte. Waren diese bewohnt, so kamen die Tiere hervor. In der Natur wie im Terrarium nehmen alle Krustenechsen große Mengen an Nahrung zu sich. Diese kann über 50% ihres Körpergewichts betragen. Sie kommen aber auch monatelang ohne Futter aus. Wasser wird aber bei jeder Gelegenheit aufgenommen. Da Jungvögel und angebrütete Eier mit zur Hauptnahrung der Helodermas gehören, kann man im Terrarium auch Geflügelteile verfüttern. Gerne werden von den Gila-Echsen Hähnchenflügel und von den größeren Horridum-Arten auch Hähnchenkeulen gefressen. Den Hühnerteilen kann man auch leicht notwendige Vitamintabletten, zum Beispiel Vitamin D oder auch Calcium, verfüttern. Da amerikanische Freunde im südlichen Arizona Gila-Echsen beim Fressen von Hundefutter erwischten, habe ich dieses aus reinem Geflügelfleisch hergestelltem hochwertigen Dosenfutter auch meinen Tieren angeboten. Vor allem die Gila-Echsen nahmen das Futter sofort an. Es sollte aber, wie erwähnt, ein hochwertiges Futter ohne Zusatzstoffe sein. Die Art des Geflügels spielt keine Rolle.
Hier fressen die Gila-Echsen Hackfleisch aus Rinderherzen. Da Heloderma's in ihren natürlichen Lebensräumen alles, was für sie fressbar ist, zu sich nehmen, kann das Futter im Terrarium genauso abwechslungsreich sein. Hier füttere ich zerkleinerte Putenherzen mit Calcium vermischt. Geflügelfleisch wie Putenherzen, Hühnerherzen, Hühnermägen und so weiter, deren Verfallsdatum abgelaufen ist, lassen sich oft aus Supermärkten oder von Tierfutterherstellern kostengünstig beziehen. Auch freilebende Gila-Echsen in Utah fressen Putenherzen. Wenn man Heloderma's über Jahrzehnte gesund im Terrarium halten möchte, so ist die Gabe von Vitamin D und Calcium zum Futter sehr wichtig, vor allem wenn man Nachwuchs von seinen Tieren haben möchte. Bei erwachsenen Horridum-Arten kann man dies mit Putenherzen und bei den Gila-Echsen mit Hühnerherzen tun. Auch mit ein wenig Wasser verdünntes Putenblut wird von allen Helodermas gerne getrunken. In Arizona habe ich Gila-Echsen das Blut überfahrener Vögel auflecken sehen. Dieses Blut, das im Beutel von tiefgekühlten Putenherzen enthalten ist, benutze ich auch, um festzustellen, ob Erdlöcher in den natürlichen Lebensräumen bewohnt sind. Etwas Blut oder verdünntes Eigelb in den Eingang des Unterschlupfes. Wenn bewohnt, erscheint innerhalb Minuten die Echse. Natürlich gehören zum Futter im Terrarium auch Küken, Mäuse und Ratten. Mit diesen kann man die Tiere jahrelang ernähren. Es kommt aber dann oft zu Erkrankungen. Die Weibchen legen Eier, aus denen kein Nachwuchs mehr schlüpft. Da der Speiseplan im natürlichen Lebensraum sehr umfangreich ist, manche fressen sogar auch Aas, sollte man die Tiere im Terrarium auch abwechslungsreich ernähren. Auch Innereien von schadstofffreien Hühnervögeln kann man füttern. Während der Winterruhe sollte nicht gefüttert werden, aber Trinkwasser muss vorhanden sein. Zur Aufzucht von Heloderma-Babys aller Arten verwende ich auch Hähnchenherzen, die ich viertele und mit vitaminisiertem Calciumpulver bestreue. Auch schlecht fressende Hilo-Babys nehmen diese Streifen in Eidotter eingetaucht gerne an. Mit der Pinzette gefüttert hat man einen sehr guten Überblick über die Nahrungsaufnahme. Thank you.
als ich 1974 erstmals die marokkanische Dornschwanzagame zur Nachzucht brachte und darauf Jungtiere dieser Echse mit Privatleuten und zoologischen Gärten in den USA gegen andere Reptilien tauschen konnte, kam ich auch in den Besitz von Heloderma suspectum suspectum und Heloderma suspectum cinctum. Schnell merkte ich, dass die in der Literatur beschriebene Lebensweise nicht stimmen konnte. Mit Hilfe amerikanischer Freunde lernte ich die natürlichen Lebensräume kennen und begann, die Tiere zu beobachten. Das Gleiche tat ich auch mit der größeren Art Heloderma horridum in Mexiko. Durch die Beobachtungen, übertragen auf die Terrarienhaltung, konnte ich die Tiere in großer Anzahl nachziehen und weltweit abgeben. Natürlich sind die Helodermas Gifttiere, aber bei weitem nicht so gefährlich wie in der Literatur beschrieben. Meine Bissunfälle habe ich allein meiner Unaufmerksamkeit bei der Fütterung zu verdanken. Allein durch die Forschung entdeckte Nützlichkeit des Giftes hat schon manchem Menschen das Leben erleichtert. Ich hoffe, dass die Generationen nach uns noch die interessanten Tiere beobachten können und helfen, deren Lebensräume zu erhalten.